Logik und so. Da würde ich das sogar woanders machen, aber. Genau, das ist. So, Grill, nein. Um Gottes Willen. Das hier so ein. Ja, ich weiß nicht, wer kauft so weit, ne? Das sind noch so ein paar anderen. Fahrräder kaufen. Das sind unsere Fahrräder, die kauft keine. So, ein bisschen Platz machen. So, hier. So. Das sieht doch schon besser aus. Der Schirm ist ja da, der Spiegel. Na komm, da brauchen wir da einen Spiegel. Das ist ja lächerlich. So. Haben wir erstmal ein paar Sachen zu verkaufen. Weiß nicht, ob es was bringt. Aber das ist okay. So, das macht die gute Hinata, weil die soll ja letztendlich das werden. Das heißt, wir könnten das jetzt, müssten das eigentlich machen können. Sagen, Geschäfte, Geschäftsinhaber werden. Ja, schauen wir ein und wir nennen es Jägers Bude. Ne, wegen, ne, sind Familie Jäger und Jägers Bude. Jägersbude. Ne, die Jägersbude. Alles Mögliche. Alles, was man mag. Herzlich willkommen zur Eröffnung von Jägers Bude. Verwalte dein Geschäft, indem du neue Kasse Open for Business verwendest. Jo, die haben wir schon. Und jetzt können wir nämlich hier Mitarbeiter verwalten. Wir haben natürlich noch keine. Wir können, glaube ich, welche einstellen. Aber wir können das auch selber machen. Geschäftsbelohnungen. Verkaufsmodus wechseln. Genau, das haben wir als erstes. Dann können wir nämlich, glaube ich, das sagen. Zum Verkaufen festlegen. Zum Verkaufen festlegen. Zum Verkaufen festlegen. Zum Verkaufen festlegen. So, da haben wir schon mal die Objekte, die wir verkaufen können. In Verkaufsmodus wechseln. So. Wir sind alles, was man mag. Jägers Bude. Ne, lassen wir so. Jägers Bude. Öffnungszeiten 9 bis 17 Uhr. Kontostand 0 Simoleons. Einnahmen insgesamt 0. Geschäftslevel 1. Kundenzufriedenheit 0 Punkte. Testkundenbewertung. Verbleibende Tage. Online-Werbung. Verbleibende Tage. Fernsehwerbung. Das kann man alles dann einstellen. Öffnungszeiten würde ich sagen, wir haben jetzt 13 Uhr, dann sagen wir mal, wir machen mal 14 Uhr, ne? Das müsste jetzt auch, glaube ich, offen sein. Ich habe letztes Mal, als es protestet, habe ich es nämlich geschlossen. Ich glaube, es ist auch erstmal allgemein offen. Wir können ja schon mal das öffnen. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt schon alles ausreicht oder ob wir noch was machen müssen. Ich weiß es natürlich nicht. So. Aber während wir das machen, erstmal gucken, was haben wir denn hier so. Mit dir Hausaufgaben hast du nicht. Du hast ein bisschen Hunger. Ja, ich wollte eigentlich mit dir so ein bisschen mal, dass du Spaß hast, aber was kannst du denn machen? Das mache ich immer gerne hier so. Kissenschlacht, Inventar legen, das können wir auch mal machen. Dann haben wir denn mit, kann sie, natürlich unrealistisch. Sie kann, glaube ich, malen, aber sie kann nicht. Selbst das kann sie machen, aber sie kann nicht Gitarre spielen. Keyboard, gut, wahrscheinlich hätte man das nicht, konnte man das nicht animieren. Das kann ich mir vorstellen. Spiel doch mal was mit Spielzeug und du guckst Fernsehen. Ich bin gespannt, ob da jetzt irgendjemand kommt oder.
Was auch immer. Das ist eine Katze. Graf Katze. I see. Ne, er joggt nur vorbei. Wir können ja mal hingehen. Was macht man denn jetzt hier mit Geschäft verwalten? Geld auf Geschäftskonto einzahlen. Geschäft aufgeben. Geld. Wir machen mal 1000. Du hast erfolgreich 1000 Symbole auf den Geschäftskonto von Jägersbude eingeschaltet, denn. Okay. Das ist jetzt, und jetzt können wir sagen. Gut, es geht ja jetzt. Ja, genau. Müsste jetzt 14 Uhr. Jetzt müsste es eigentlich offen sein. Jägersbude ist jetzt geöffnet. Jetzt steht es auch da. Okay, ab jetzt. So, jetzt müssen wir gucken. Warum kriegen wir da Geld plus 20? Das verstehe ich nicht. Was hat das? Da, ah, da kommt jemand. Unsere erste Kundin. Oder kommt sie zu Besuch? Tiefer. Jetzt geöffnet. Jetzt. Oh, was ist. Ist das da? Ich glaube, es ist noch sehr verbuggt. Kann das sein? Dass, was ist denn das? Ist jetzt geöffnet? Ist jetzt geöffnet? Ist now geschlossen. Wieso Beschwerde anhören? Ach, wollt ihr gleich nicht beschweren oder was? Ich verstehe es noch nicht. Ich bin noch nicht. Vielleicht liegt es auch weniger. So, jetzt geöffnet. So. Ja, was ist denn hallo? Irgendwie ist das ein bisschen verpackt, ne? Da steht jetzt geöffnet, jetzt geöffnet. Das, ja. Das, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wir kriegen da Geld, aber es passiert nichts. Was willst du hier? Warum ist sie eigentlich beim Militär? Sie ist doch ja nicht beim Militär. Okay, jetzt kommt wieder einer. Jetzt, okay, jetzt kommen Leute. Es kommen Leute, schön. Aber sie sollen hier reingehen. Hallo, hier ist das. Okay, es kommen Leute, es kommen ganz viele Leute. Das ist schön. Aber die sollen das verkaufen. Wieso gehen die? Oder muss ich da eine Tür reinmachen? Dass die halt wirklich da rein. Warte mal. Vielleicht muss man auch irgendwie eine Tür reinmachen, dass die dann da hingehen. Ich weiß da auch nicht. So. Also, das meine ich. Ich bin noch nicht ganz überzeugt davon. Im Deutschen zumindest funktioniert es auch mal noch nicht so gut. So, jetzt geht's los, oder? Leute? Guckst du dir jetzt was an? Ja! Hat sie es gekauft? Oder hat sie sich das angeguckt? Okay. Die gucken sich die Sachen an. Also sie hat sich das angeguckt, aber nicht gekauft. Hm. Guckt sich, glaube ich, so ein bisschen um. Hm. Kann man jetzt irgendwie sagen, kann man es irgendwie... Okay, die gucken sich das an, aber die... Er hat sie gekauft! Oh, er hat was gekauft! Das ist irgendwie geil. Es kommen Leute an und du hast Party. Und Leute kaufen, aber was? Hier kommen sie alle an. Okay, ich feiere es irgendwie. Also es hat funktioniert. Er hat was gekauft. Ist natürlich jetzt auch, ne? Wir gehen mit dem Preis. Hat er auch gekauft. Jawohl. Aber irgendwie, Beschwerde anhören? Wieso Beschwerde? Aber kann man das irgendwie jetzt abberechnen?
Nee, ich verstehe es jetzt gerade nicht. Aber irgendwie verkaufen wir es nicht. Also wir verkaufen es schon, aber... Oder wird es erst abgerechnet, wenn die gehen? Ich guck mal, wenn die gehen, ob das denn... Oh, es ruckelt gerade. Ich glaube, es sind zu viele Sims hier. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja wirklich, wenn die abhauen, dass es... Wir kriegen auch mal plus 20. Auch keine Bilder oder was? So, ist jetzt Feierabend? Anhören. Was wollt ihr alle von mir? Seid ihr alle besoffen? Ich verstehe das nicht. Das ist noch ein bisschen... Ich bin noch nicht ganz so... Weiß ich... Also wir lernen Leute kennen dadurch, das ist schön, aber... Irgendwie... Wieso, was ist da los? So, ist das 17 Uhr? So. Was ist denn jetzt mit dem Geschäft? Ist er nicht zu jetzt mal? Öffnungszeiten 14 bis 0 Uhr. Achso, vielleicht soll ich auch mal festlegen. Ladenschlusszeiten festlegen. Machen wir mal 18 Uhr. Jetzt müsste stehen 14 bis 18. Guck mal, sie fällt auch gleich. Oh, wie geil ist das denn? Das ist wie Sims 2. Das hat auch jemand gekauft. Nice. Aber irgendwie kriegen wir das Geld nicht. Wir kriegen immer 20, aber wir bezahlen das nicht. Oder ist das hier Ladendieberei? Ich bin noch ein bisschen... Hör auf zu zwinkern mit irgendwelchen fremden Leuten. Oh, Jägersbo ist geschlossen. Ja, ist auch vorbei, dankeschön. Haut ab, Leute. Das war... interessant. Aber noch nicht ganz... Also ich bin noch nicht ganz so überzeugt. Eigentlich, du brauchst eine Tür, sonst wissen die nicht, wohin sollen, mit der Garage. Okay, und deshalb glaube ich, ist das mit diesem anderen Grundstück zu haben, weil dann kannst du, gehen die glaube ich dahin und so nerven die dich in der Wohnung. Ja, ich verstehe es. Ich habe es ja nur mal ausprobiert. Ja, ich bin noch nicht, weil die haben nichts bezahlt. Also man kann es irgendwie, man kann es jetzt sagen, wenn es offen ist, man kann dann irgendwie, ne, für 800 kann man den verkaufen. Man kann es dann so verkaufen virtuell, aber die bezahlen nicht. Also irgendwie ist da noch ein bisschen buggy oder irgendwas ist da noch nicht ganz koscher. Ich weiß nicht. Also Sims machen noch nicht das. Also die kaufen das, aber bezahlen nicht. Also man kann es so jetzt einfach so verkaufen, aber es... Verstehst du? Ich weiß noch nicht. Vielleicht ist das... so auch so gedacht, weil das sonst nicht irgendwie alles geht. Aber dass wir immer 20 Dämonen kriegen, das ist irgendwie ein Bug. So, würde ich mal sagen, abschließen. Erstmal für alle außer meinem Haushalt. Nein. Aufschließen. Und hier machen wir auf jeden Fall abschließen. Alle außer mir, was? Alle außer mein Haushalt, so rum. So. Das war's auch. Die Folge ist vorbei. Die zweite. Und ja, dann jetzt habe ich mal ausprobiert. Und so ungefähr war es bei dem großen Grundstück, was ich mir gekauft habe. Da wusste ich gar nicht, da kam gar keiner. Und ja, es war mal ganz komisch. Das haben wir es mal gesehen, auf jeden Fall. Werde ich Familie Jäger jetzt erstmal verlassen. Und wir werden nächste Mal zur Familie Kunterbund wieder wechseln. Das war nochmal ein Test. Wir werden jetzt erstmal so gucken und die werden jetzt halt ihren Verkauf da haben. Ist ja jetzt eingestellt, dass es erstmal so läuft von 13. Ich werde es nochmal umstellen, damit es ein bisschen realistischer ist. Warte. Können wir jetzt irgendwas machen? Ladenzeiten, Öffnungszeiten. Da würde ich sagen, machen wir mal
9 Uhr. Und jetzt müsste sein von 9 bis 18 Uhr. Ich finde es okay, wir haben Kontostand 715 Simoleons da drauf. Einnahmen haben wir 1500. Okay, die Einnahmen werden aber gerechnet. Also wir haben Einnahmen gemacht. Geschäftslevel 1 von 53 EP. 3 Punkte haben wir erstmal. Naja. Das werden wir dann nochmal später sehen. Oder vielleicht auch nicht. Das war's erstmal mit Familie Jäger. Wir sehen uns dann auf jeden Fall nächste Woche mit Familie Kunterbund wieder. Bis dahin also. Ciao. Ciao.